Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Games. Mein Name ist Chaosmol und dieses Mal geht es um Batman Arkham Knight, das neueste Spiel von Warner Brothers. Ich hatte ja schon ausgespielt darüber berichtet, dass das Spiel mit einer Menge Probleme zu kämpfen hat, besonders im grafischen Bereich. Und eigentlich war die ganze Sache für mich irgendwo letztendlich abgehakt, als ich das Video von ausgespielt beendet hatte. Und die letzten paar Tage haben mich dann aber doch dazu bewogen, nochmal ein Video drüber zu machen. Denn Warner Brothers scheint das Ganze schlimmer machen zu wollen. Oder zumindest tut so, als ob man ja daran überhaupt keine Schuld hätte und doch alles Friede, Freude, Eierkuchen auf dem PC wäre. Und man aber trotzdem irgendwo an einer Lösung arbeitet. Was ist passiert? Nun, Warner Brothers hat vor gut einem Tag noch einmal die Systemanforderungen gepostet für das Spiel und hat dazu mehr oder weniger gesagt, was sie sich vorstellen könnten, man für Grafikeinstellungen doch haben müsste. Hat man die minimalen Anforderungen, möchte Warner Brothers, dass man alles ausstellt im Spiel und das ganze Spiel auf 1280x720 spielt. Wo ich ganz klar sagen muss, also wer diese minimalen Anforderungen besitzt, darf bei diesem Spiel erwarten, dass man höher als 1280x720 spielen kann und auch sogar ein paar Einstellungen hochstellen kann. Denn so schlecht sind die minimalen Anforderungen nicht. Und um den Ganzen natürlich die Krone aufzusetzen, hat man auch nochmal die empfohlenen Anforderungen gepostet und hat gesagt, ja, ihr dürft bei den empfohlenen Anforderungen auf 1920x1080 stellen und auch alles auf normal stellen, aber die ganzen Zusatzoptionen müsst ihr mehr oder weniger ausstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wer bei diesen empfohlenen Anforderungen die Hälfte der Optionen trotzdem noch aushaben muss, besitzt keine empfohlenen Anforderungen für mich, sondern normale Anforderungen oder sogar zum Teil minimale Anforderungen. Und AMD-Karten werden bei den empfohlenen Anforderungen überhaupt nicht benannt, denn AMD-Karten haben es richtig schwer. Man soll mehr oder weniger damit rechnen, dass man immer wieder Texture-Pop-Ups hat, irgendwelche kurzen Mini-Ladebildschirme, dass das Spiel irgendwas nachladen muss und dass sogar die Grafik, also die FPS, abstürzen kann, wenn man schnelle Szenen auf dem Bildschirm hat. Also Verfolgungsjagden mit dem Batmobil oder irgendwelche schnellen Kämpfe, wo ich sagen muss, warte mal. Also ihr wollt mir jetzt erzählen, dass AMD-Grafikkarten FPS-Probleme bekommen, wenn man schnell ist im Batman Arkham Knight? Also ihr habt irgendwie euer eigenes Spiel nicht gespielt. Ich meine, 90% des Spiels besteht aus schnellen Sequenzen. Das ist ja der Reiz am Batman. Also wie gesagt, wer AMD hat, soll das Spiel am besten auf niedrig stellen, obwohl man eben halt theoretisch mit der GeForce GTX 760 konkurrieren könnte. Erwartet man, dass das ganze Spiel auf niedrig gestellt wird. Und selbst dann kann man das Spiel natürlich nur auf 30 FPS spielen. Jetzt fragt man sich, ja, und was braucht man, um alles spielen zu können? Und da wird es interessant, muss ich sagen, die CPU selber ändert sich bei den Ultra-Einstellungen gar nicht. Das ist dieselbe wie von den empfohlenen Einstellungen. Aber man braucht jetzt für Ultra eine GeForce GTX 980. Dann darf man alles anstellen und dann darf man das Spiel auch auf 30 Frames spielen. Wo ich sage, wow. Ganz ehrlich, bei einer GeForce GTX 980 erwarte ich, dass das Spiel auf 60 Frames pro Sekunde auf dem PC absolut flüssig läuft und nicht bei 30 FPS irgendwo hängen bleibt. Und ganz ehrlich, wir reden hier von einem Unreal 3 Engine Spiel, nicht Unreal 4. Das hat man hier nicht benutzt. Nein, man hat die alte Unreal 3 Engine benutzt, die jetzt schon 9 Jahre alt ist. Und man will mir erzählen, dass man für dieses Spiel, um es auf den höchsten Einstellungen spielen zu können, eine GeForce 980 braucht, um es dann auf 30 FPS zu spielen. Also, ich weiß nicht, ob die Entwickler mal vor kurzem ein Spiel namens Witcher 3 gespielt haben, aber The Witcher 3 läuft auf einer GeForce 980 GTX auf 60 Frames und auf Ultra und alles hochgedreht. Also irgendwie hat hier der Entwickler sich überhaupt keine Gedanken gemacht und Warner Bros. Hat das Ganze scheinbar auch dennoch abgeknickt. Und dass man als AMD-Benutzer mehr oder weniger zweite Wahl ist, finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Doch es geht noch weiter.
Wer jetzt irgendwo denkt, okay, das ist schon ziemlich krass, der hat noch nicht den neuesten Coup von Warner Bros. Gehört. Warner Bros. Hat jetzt reagiert auf die ganzen schlechten Meldungen und hat Batman Arkham Knight von Steam entfernt. Du kannst es also auf Steam nicht mehr kaufen. Und auch die ersten Einzelhändler melden, ihr könnt das Spiel bei uns nicht mehr kaufen, wir dürfen es nicht mehr rausgeben, sagt Warner Bros. Jetzt wird man natürlich sagen, ja, das tun sie ja Gott sei Dank, um den Spieler zu beschützen, damit sie nicht ein kaputtes Produkt bekommen. Ja, sicherlich, das tun sie auch deswegen, aber ganz ehrlich, Warner Bros. Hat ja einfach nur Angst. Angst vor den schlechten Reviews. Mich würde sogar nicht wundern, wenn Steam das Spiel wieder irgendwann freigibt oder Warner Bros. Das Spiel dann wieder auf Steam freigibt, dass die ganzen Steam-Reviews zum Release, also die ganzen schlechten Reviews, verschwunden sind und man wieder bei Null anfängt. Ich sehe ganz stark hier den Fokus, dass Warner Bros. Probiert zu retten, was zu retten ist. Und wenn man sich dazu die Presseerklärung anguckt, dann wird einem auch klar, dass mehr oder weniger Warner Bros. Überhaupt nicht versteht, was gerade abgeht. Denn in der Presseerklärung sagen sie wörtlich, dass ein signifikanter Teil der PC-Gamer das Spiel ohne Probleme spielen kann. Und dass man diese ganze Aktion, die Warner Bros. Jetzt abzieht, also ein Spiel aus dem Handel zu nehmen, für einen kleinen Teil der PC-Schaft tut, bis das Problem für diesen kleinen Teil gefixt ist. Wo ich sagen muss, das ist ja eine absolute Lüge. Das ist eine Lüge und eine Rechtfertigung, warum man ein Spiel letztendlich aus dem Handel nimmt. Wenn ein signifikanter Teil der PC-Spieler tatsächlich das Spiel ohne Probleme spielen könnte, müsstet ihr nicht sowas aus dem Handel nehmen. Und hätte euch der PC wirklich interessiert, wie ihr es jetzt darstellt, wäre das Spiel nicht so rausgekommen, sondern ihr hättet in der QA-Abteilung, die ihr sicherlich besitzt, gesagt, sorry Leute, also so ein PC-Spiel könnt ihr nicht rausbringen unter den Bedingungen, nimmt es nochmal zurück, wir müssen den Release für den PC halt noch ein bisschen verschieben und das Ganze ordentlich fixen. Das hat man aber nicht getan, sondern man hat gesagt, nö, das bringen wir jetzt trotzdem raus, das wird schon, die PC-Spieler wird das schon nicht stören, wenn nicht, müssen sie eben halt alles ausschalten, was an Grafik da ist, um das Spiel spielen zu können. Das war euer Plan. Und das ist jetzt nach hinten losgegangen und wie gesagt, ihr probiert jetzt euren Ruf zu retten. Ihr probiert nicht die PC-Spielerschaft zu retten, ihr probiert nicht unbedingt das Spiel zu retten, sondern ihr probiert euren Ruf zu retten. Es ist nicht das erste Mal, dass Warner Bros. Hier mehr oder weniger halb was gegen die Wand fährt und mit Batman Arkham Knight haben sie es nun meiner Meinung nach vollends geschafft, etwas gegen die Wand zu fahren und anstelle irgendwo zu sagen, jo, wir haben es verkackt oder hey, wir möchten euch gerne bei euch entschuldigen, heißt es hier noch, ja, der Großteil hat ja überhaupt keine Probleme, den Rest geht es ja total gut und es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, deswegen nehmen wir das Spiel jetzt auch aus dem Handel. Wo ich sagen muss, also wenn es nur ein kleiner Teil wäre, dann hätte man das nicht getan. Das hat noch nie ein Hersteller gemacht, egal wo, sei es bei Spielen oder zum Beispiel bei Autos oder was auch immer. Und ich finde diese Reaktion sehr, sehr schade, sehr, sehr fragwürdig und ich hoffe, dass es eine Lehre für den Publisher sein wird und auch eine Lehre für die PC-Spieler, dass sie endlich merken, hört auf, Spiele zu pre-ordern und wartet ein, zwei Tage nach dem Release ab, um wirklich zu sehen zu können, läuft das Spiel gut und wie sind die Reviews zu dem Spiel. Denn ich möchte nicht wissen, wie viele Leute wieder das Ganze vorbestellt haben und das ganze Ding blind gekauft haben, weil Batman. Das war es erstmal von meiner Sache aus. Mein Name ist Chaos Mole und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.